Willkommens Limited wohl mal wieder ein wasseriges Handy haben, und zwar das Samsung Galaxy S5 Mini. Wie auch schon mal ein S5 und den neuen Smartwatches von Samsung ist auch das S5 Mini natürlich wasserdicht. Das können wir sehen, weil wir hier im Pool sind und ich habe gerade eine einiges Video aufgenommen, mit dem wir unter Wasser gegangen sind. Das S5 ist unter Wasser, nahe. Hier seht ihr auch die Kamera und ich kann wirklich hier mit einem Tiefen Wasser, dass wir eintauchen, alles besser verhält sich. Kannst du auf dem Boden legen, kurz wieder aufheben und das Handy funktioniert immer noch. Ich kann nur die Home-Taste drücken und dann entsprechend hier das Gerät nutzen, wie ich möchte. Natürlich, das Display sollte schon trocken sein. Also achtet am besten darauf, dass ihr die Rückseite aufrüstet. Ihr könnt auch ein 8 Video tauschen, nicht über den Sony-Handys wollen oder auch achten, dass das alle verschlüsselt sind. Genau, und das war es auch schon mit dem kurzen Unterwassertest des S5 Mini. Also am besten in der Dusche, dass ihr wirklich ein bisschen Musik hört, aber ein Schwimmbad eigentlich nicht wirklich dafür gedacht. Bis zum nächsten Mal, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Holger Stark.